Liebe Braunschweigerinnen, heute ist der 8. März, der Internationale Frauentag. Und das möchte ich zum Anlass nehmen, Ihnen ganz herzlich zu gratulieren. Der 8. März geht zurück auf eine Initiative der deutschen Sozialistin Clara Zetkin, die schon 1910 maßgeblich eingebracht hat, dass ein solcher Tag, ein Frauentag zu begehen ist. Es ging damals von Anfang an um zwei Themen. Das eine, die Gleichberechtigung der Frau, und das zweite, das Frauenwahlrecht. Das Frauenwahlrecht wurde bereits vor 100 Jahren verwirklicht. Mit der Gleichberechtigung sieht es nicht ganz so gut aus. Da ist es immer noch so, dass von einer Gleichberechtigung von Mann und Frau nicht die Rede sein kann. Ob es nun die unterschiedliche Bezahlung ist, ob es nach wie vor vorhandene Diskriminierung ist, oder ob es Bereiche sind, wo Frauen nach wie vor keinen Zugang haben. Und an dieser Stelle hat unsere Fraktion in den vergangenen Tagen den Antrag gestellt, dass in Braunschweig Schluss gemacht werden soll, dass Frauen auf der Veranstaltung beispielsweise des Technikervereins keinen Zugang haben. Das halten wir für antiquiert, das halten wir für aus der Zeit gefallen und das halten wir auch für eine Diskriminierung der Frauen. Das wollen wir beenden und wir hoffen, dass wir oder wir denken, dass wir da auch im Sinne der Braunschweiger Frauen handeln. Abschließend auch noch ein Hinweis an die Braunschweiger Männer. Wenn Sie noch nicht dazu gekommen sind, Ihren Lebensgefährten, Ihren Frauen oder den Kollegen zum Frauentag zu gratulieren, dann besteht die Möglichkeit, der 8. März geht noch bis 24 Uhr, also da sind noch einige Stunden frei. Nutzen Sie diese Möglichkeit, gratulieren Sie den Frauen in Ihrem Umfeld und den Braunschweigerinnen wünsche ich alles Gute und verbringen Sie den Tag so, wie Sie sich das wünschen.